Was machen wir hier? Wir gehen meiner Lieblingsbeschäftigung nach. Baumarkt, shoppen gehen. Ich brauche nämlich ein bisschen Material, nämlich einen Spiegel, beziehungsweise einen Bilderrahmen für meinen Meisterbrief. Und da werde ich nochmal quasi den Rahmen selbst dafür nochmal bauen. Das heißt, ich brauche das Glas und die Rückscheibe. Dann werde ich in meinem Keller dazu noch was zurechtschnitzen, dass ich den endlich mal aufhängen kann. Der liegt nämlich seit Monaten einfach bei mir zu Hause auf dem Fernsehmöbel rum und ja, wird sehr stiefmütterlich behandelt. Brauchst du auch was, Tom? Ich brauche noch was für ein zukünftiges Projekt. Das wird ein richtiges Langzeitprojekt. Und ich gebe euch einen kleinen Sneak Peek da drauf. Ich mache jetzt mal selber Stahl. Und dann machen wir daraus eine relativ große Geschichte. Näheres erfahrt ihr dann, wenn ihr das Video dann seht. Aber das wird geil. Und dafür brauche ich halt Schamottsteine, weil ich einen Schmelzofen baue. Wie groß ist DIN A2? Hier sind Informationen aus din-formate.de. Ich komme hoch. Bis gleich. Was dir wird's, Tom? Jo, hey, funktioniert das Ding gut? Das Ding? Ja. Ist geil. Also, ich finde es ein bisschen schade, dass das Teil hier nicht nochmal einen zweiten Lautsprecher hat. Also der Lautsprecher selber ist gut, da war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, weil die Dame, die ankündigt, Bluetooth und das Ding, dass das Ding an ist, sehr, sehr kratzig ist, aber die Sprachqualität ist gut und man kann auch auf einem Ohr Musik hören.
ist ein bisschen witzlos, da wäre es geil, wenn es noch so einen zweiten geben würde. Aber ist leider nicht. Als Info, ich habe das Ding zugeschickt bekommen zum Ausprobieren und zum Testen. Das werde ich jetzt dieses Video noch ein bisschen machen, aber ich kann jetzt schon mal sagen, Sprachqualität passt. Nur wie gesagt, leider fehlt irgendwie noch der zweite Pömpel, sodass man da irgendwie auf beiden Ohren Musik hören kann. Das wäre ganz nice. Aber es trifft sich echt gut, weil meine Ohrenschützer, die sind mittlerweile ganz schön im Arsch. Ich glaube, du brauchst mich jetzt, ne? Ja, genau. Das ist das Problem, das muss gefixt werden. Mich noch? Nö, wüsste ich jetzt gerade nicht. Also müssten wir jetzt eigentlich alles haben. Ja. Gut, cool. Danke. Die Türen stelle ich jetzt gerade noch alleine nach. Ciao! Okay. Danke dir. Den Rahmen jetzt hier eingespannt mit dem Spanngurt. Der Leim trocknet jetzt gerade mal die nächsten 20 Minuten. Und der Transparenz wegen nochmal kurz zwei, drei Worte zu diesem Ding. Ich bekomme dafür kein Geld, dass ich dieses Teil hier teste. Ich habe es einfach bekommen, um auszuprobieren und soll dabei auch dann meine ehrliche Meinung dazu sagen. Meine ehrliche Meinung ist, es ist ein guter Gehörschutz. 3M stellt schon Ewigkeiten Gehörschützer her, die sind einfach super. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Zu der Audioqualität von dem Ding. Wie gesagt, ich war erst ein bisschen skeptisch, weil diese Stimme, die mir sagt, dass der jetzt an ist und dass die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, super kratzig und undeutlich auch ist. Aber ansonsten, wenn man dann irgendwie mit jemandem telefoniert, ganz normales Telefongeräusch, beziehungsweise dann, wenn man Musik hört oder sowas, klar und deutlich und super. Natürlich jetzt keine so tollen Tiefen oder sowas, aber dafür ist es ja auch nicht konzipiert. Für mich hier im Keller ist es ganz geil, weil ich verdammt viel telefoniere. Ich glaube, dass der beste Einsatz dafür wirklich in der Werkstatt ist, wo man das Ding fast den ganzen Tag auf hat, weil die auch einfach bequem sind. Oder auf Großbaustellen, wo viel telefoniert und viel miteinander gesprochen werden muss. Gerade mit dem Kranfahrer oder sowas. Das geht dann natürlich auch mit dem Walkie-Talkie. Aber so ein Ding ist geil. Also mir macht Spaß. Nur wie gesagt, ich hätte gern noch so einen zweiten, so eine zweite Hörermuschel, dass ich hier auch dann Musik hören könnte.
Da haben wir es geölt, muss also nur noch trocknen. Und beim Rumspielen habe ich gerade eben noch was rausgefunden. Ich kann meinen Google Assistant hier drüber aktivieren und dem zum Beispiel auch währenddessen dann irgendeine Matheaufgabe geben, wenn ich gerade dabei bin zu messen. Voll geil. Oder auch einfach jetzt darüber, dass ich hier 2-3 Sekunden drücke. 3 Sekunden sind's. Google dann sagen: Entschuldigung, ich kann das noch nicht steuern. Ja, schade. Oder natürlich auch, dafür ist es ja auch da, direkt dann zu sagen: Rufe Tom Robben an. Tom Robben, Mobil wird angerufen. Ist geil. Das gefällt mir richtig gut, weil mit dem Assistant arbeite ich echt viel. Jetzt gerade in meiner Prüfungsphase ist es ganz nett, dass ich auch mal wieder ein bisschen was anderes zu tun bekomme. Und das war längst überfällig. Das Ding lag nämlich die ganze Zeit hier unten auf meinem Fernsehmöbel und hat nichts anderes gemacht, als ja, vor sich hin zu vegetieren. Und auch wenn es jetzt nicht der schönste Meisterbrief ist, die alten sind schon echt viel, viel schöner, mit den Eichenblättern und so weiter drauf. Ja, ist trotzdem schade drum, ihn einfach irgendwo vergammeln zu lassen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, einfach mal so nebenbei wieder mal eine Kleinigkeit zu haben. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich habe noch so 2-3 Sachen da liegen, aber ich komme gerade zu nichts. Danke auch nochmal an 3M für dieses Ding. Mir gefällt es echt gut. Nur wie gesagt, ich würde mir noch eine zweite Hörermuschel wünschen, dass man da auch einfach wirklich Musik beihören kann. Weil das wird das Ding nochmal um 200% besser machen. Ansonsten ein paar Infos unten in der Videobeschreibung zu finden, falls sich jemand dafür interessiert. Und bis dahin, ja, beschäftigt euch. Ich habe genug zu tun. Haltet die Ohren steif und tschüss.